Meine Damen und Herren, es geht wieder los. Age of Empires Nummer 71, Freitagabend, heute mit einer Rush-Runde. Heute geht es nämlich richtig actionlastig los von Anfang an. Es ist nicht nur so, dass Rushs jetzt sogar erlaubt sind, sondern sie sind gewünscht. Ich habe extra allen Leuten vorher Bescheid gesagt, dass wir hier frühe, störende Angriffe haben wollen. Und ich habe auch noch den Leuten gesagt, dass wir hier extrem im Action-Modus spielen. Wir spielen zu 8 auf einer 4-Spieler-Karte. Die Rushs sind auf jeden Fall hier Pflicht und an der Tagesordnung. Na, jetzt möchte ich aber auch wirklich was sehen und ich hoffe, dass sich hier die Leute dran halten und wir eine Actionrunde von Anfang an bekommen. Gestern, letztes Mal Turbo-Modus, jetzt auf einmal Actionrunde. Was ist denn hier los? Ja, das ist Action-Total bei Fettspielen auf unserem Channel. So, schauen wir mal, wie wir hier weiter klarkommen. Normalerweise, ich hasse ja Rushen, das wisst ihr ja, ja. Ich hasse es, ich kann es nicht, ich mag es nicht, aber ich habe mir gedacht, ich muss ja auch mal was anderes machen. Ja. Es bringt ja nichts, wenn ich immer nur im Wohlfühlmodus spiele und immer nur dunkler Wald und einbauen und einbunkern. Es muss ja auch mal was anderes sein. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden. Okay, ich sehe gerade, dass ich hier auf einem kleinen Wasserdings bin. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auf einer Insel. Aber das sieht ganz, ganz stark inselig aus. Das wäre natürlich richtig blöd. Denn wie kann man denn schnell rushen, wenn man auf einer Insel ist? Das wäre ja natürlich jetzt nicht so das Richtige. Aber es sieht so aus. Oh Mann. Tja, so viel zu den Rushs. Okay, wir wollen trotzdem rushen. Ja? Wir lassen uns nicht mal von den Inseln irgendwie daran hindern. Aber das ist natürlich schon ein bisschen ungünstig jetzt hier für den Anfang. Also, eine Art... Wie soll ich sagen? Ein Wasserrush. Ein Schiffsrush. Könnte ja auch mal passieren. Ich habe auf jeden Fall hier schon eine Reliquie auf meiner Insel. Das ist immer mal das Richtige. Und bin jetzt auch schon dabei, einen Hafen zu bauen. Da müssen wir natürlich schnell drauf reagieren. Holzfrett aber richtig. Das ist die Vorgabe. Natürlich, Holz brauchen wir jetzt wirklich viel, viel, viel. Und deswegen werde ich jetzt auch meine Leute ans Holzfällen schicken. Leider kann man jetzt in der dunkelsten Zeit noch kein einziges Kriegsschiff bauen, nur Fischerboote. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schnell, so schnell wie es geht, in die nächste Zeit. Das wiederum heißt, ich brauche auch jetzt erstmal Nahrung. So, zu jagen gibt es nicht viel, beziehungsweise gar nichts. Ich glaube, hier waren ein paar Rehe und ein Wildschwein. Naja gut, das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, aber ansonsten sieht es da jetzt gar nicht so gut aus. Dann müssen wir mal kommen, schauen, wie wir da hinkommen. Ansonsten bin ich jetzt gerade so ein bisschen geslowt. Wir haben viel zu wenig Ressourcen. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie trotzdem hier in die Pötte kommen. So. Erstmal Tempo aus dem Spiel raus. Aber in der dunklen Zeit kann man ohnehin nicht viel tun. Das kann sich dann aber schnell ändern, sobald wir in die nächste Zeit gekommen sind. Dann möchte ich aber die ersten Angriffe schon sehen. Die erfordere ich hier. Die fordere ich heraus. So. So, was ist mit euch los? Ihr sucht euch bitte eigenhändig das nächste Getier. Kann man eigentlich auch schon Transportschiffe bauen in der nächsten Zeit? Ja, oder? Das wäre natürlich auch geil. Ich baue jetzt erstmal auch ein paar Fischkutter. Das ist ja auch eine gute Sache. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die jetzt extra langsam sind. Sind sie aber nicht, oder? Wir sind nach wie vor im schnellen Modus. Kann man das eigentlich irgendwo nochmal nachsehen? Aber ich mache eigentlich immer schnell. Ihr wisst ja, man kann ja auch die Spielgeschwindigkeit modifizieren. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und ich habe eigentlich immer schnell als Standardspielgeschwindigkeit. Und das sollte sich auch jetzt hier nicht weiter ändern. So, wie sieht eigentlich aus mit den Punkten? Ihr guckt mal rechts hin. Ich bin übrigens im Team mit... Extreme, Portress und The Jet gegen Ramahan, Dragonforce, Despised und Volrekris. Das ist die aktuelle Team. Das Matchup. Und ich finde hier meinen ersten Fisch. Und es kann es auch weitergehen, bitte. Wäre mal eine Möglichkeit. So. Ich bin mal gespannt, ob das Inselhopping hier dazu führt, dass wir tatsächlich besser ins Spiel reinkommen. Bisher punktetechnisch übrigens sehr ausgeglichen. Es swappte die ganze Zeit nach oben, nach unten. Also da liegen wir ungefähr gleich auf. Nicht mal 10 Punkte trennen die beiden Teams. Das ist echt Wahnsinn.
Jetzt ist ein bisschen mehr, aber ne, jetzt wieder weniger. Also wirklich, es ist echt super ausgeglichen. So krass habe ich das auch noch nicht erlebt. Geile Sache. So kann es gerne weitergehen. Dann wird das hier echt ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und das ist ja auch was für euch das Wichtigste ist. Für die Zuschauer das Wichtigste, dass wir uns hier nicht langweilen. Und ist eigentlich wie beim letzten Mal zum Beispiel von vornherein klar ist, wie das abgeht. Aber naja, wir kriegen das schon hin. Was, wer hat wie viele Punkte? Ich glaube, er meinte Voirikris vielleicht. Keine Ahnung. Aber egal. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt sehr, sehr ergebnisoffen, gehen wir in die Sondierungsgespräche. Nein, ganz ergebnisoffen gehen wir in die Teambuildings rein. Es ist so, dass ich erstmal jeden einlade, der sich noch nicht negativ aufgefallen ist, sei es durch Laming, sei es dadurch, dass er zu schlecht oder zu gut war. Also jeder darf mitspielen, ich lade jeden ein und er hat die Möglichkeit hier zu beweisen, dass er in unsere Gruppe integrierbar ist. Wenn das dann nicht der Fall ist, ja dann muss ich halt erstmal warten, bis es vielleicht irgendwie möglich ist, wieder mal mit ihm zu spielen. Aber ansonsten ist hier jeder willkommen und wenn auch ihr mit mir spielen wollt, dann macht das doch einfach und addet mich bei Steam und seid zum richtigen Zeitpunkt online und dann werdet ihr eingeladen und dann kann es schon losgehen. So einfach ist das. So. Ich glaube, ich werde hier hinten echt nochmal eine Mühle bauen für die Jäger. Jägerde. So, und ich brauche mehr Fischkutter. Das wäre auch was. So, und ihr beiden könnt auch was machen. Punktetechnisch bin ich jetzt schon wieder mal hinten. So. Holz wird jetzt viel gehackt. Das ist sehr, sehr gut. Das brauche ich natürlich dann insbesondere in Zukunft, wenn es dann um die Produktion der Schiffe geht. Jetzt aber erstmal eine kleine Jagdgruppe. Holen wir uns die Sau da hinten. So, bis 30 Dorfbewohner gehe ich. Voirikris schon in der Feudalzeit. Nicht schlecht, mein Freund. So, die Sau ist tot. Ja, und ich bin mal wieder sehr, sehr langsam. Hätte mir vielleicht auch noch mehr Boote bauen sollen. Aber ich krieg das auch noch hin. So, nochmal ein Fischkutter. Wo ist denn Fisch in der Nähe? Aber in der Feudalzeit werde ich wohl als einer der Letzten kommen, wenn es so weitergeht. Ich glaube, ich höre jetzt auch einfach mal auf, Dorfbewohner zu bauen. Langsam reicht's mir. Stattdessen möchte ich so schnell es geht in die nächste Zeit, bitte. 500 Nahrung, jetzt bin ich dabei. So. Gold brauche ich für die nächste Station. So, und dann kann es weitergehen. Mit dem Hafenbau. Und dann baue ich einfach mal ein Transportschiff, baue schon irgendwie ein paar Einheiten und gehe einfach mal rüber, oder? Wir wollten ja rushen. Und wir machen diese Drohung wahr. Die Jagdtruppe ist fertig. Also geht's zur nächsten Sau. Und ich bin der Letzte. Na toll. Hat ja gut funktioniert hier. Das ist ja auch mal witzig. Die Sau konnte sich gar nicht wehren. War ein bisschen abgesperrt. Könnte ich mir vielleicht für zukünftige Jagdtipps auch noch zurechtprügeln so. So, und es geht weiter. Marktplatz. Eine Schmiede, sofern wir wieder genug Holz haben, was jetzt natürlich wieder nicht der Fall ist. Und dann habe ich so viel Nahrung, guckt euch das mal an. Also bisher nahrungstechnisch sieht es ja gar nicht so schlecht aus, dass ich sogar gleich in die Ritterzeit gehen kann. Das ist mal sehr, sehr geil. Und dann können wir diesen Insel-Wash beginnen. Wo man schon fast... Ah doch, man kann bei Age of Empires, finde ich, kann man auch noch später mit von Rushen sprechen. Normalerweise sagt man, der Rush ist ja wirklich eine Art frühestmöglicher Störangriff, aber naja gut. Bei Age of Empires ist alles ein bisschen nach hinten verzogen. Machen, seien wir dann manchmal päpstlicher als der Papst. So, ich streame schon in der Ritterzeit, das ist heftig. Ich
Tja, aber Nahrung haben wir eigentlich mittlerweile auch genug. Es fehlt mir eigentlich noch das zweite Gebäude. So ein bisschen. Und dafür brauche ich mehr Holz. So, dann machen wir noch eine weitere Holzfällergruppe. Sollen sich hier mal alle zusammenfinden. Holz habe ich echt gerade schon massive Probleme. Immerhin, jetzt sehen wir, was hier so passiert. Oh, schon drei Häfen. Und da macht Portwis die Drohung wahr. Erster Rush, sehr, sehr gut. Da gehen es schon, kommen schon die Schiffe. Sehr, sehr guter Mann. Hat die Aufgabe verstanden. Sehr gut. So, und wir werden auch mal... Alter, Holz ist ja wirklich mal eine Nummer hier, ne? Verstehe ich gar nicht. Ich habe jetzt so viele Holzfäller. Habe ich irgendwie laufende Kosten an Holz? Mal schauen, was da los ist. Wir gehen auf Blau. Wahrscheinlich Ramahan. Irgendeinen muss es halt treffen. So, jetzt bin ich auch auf dem Weg in die nächste Zeit. Wird auch mal Zeit, würde ich sagen. So, und baue mir ein Transportschiff. Vielleicht kann ich ja eine Art Rush machen, indem ich mir ein paar Leute nehme und die mit dem Transportschiff hinschicke und da was baue. Das ist auch mal witzig. Da ist Ramahan. Und der kriegt jetzt die volle Packung ab. Also, mein Transportschiff kommt. Ich werde mich dort quasi komplett aufbauen, anstatt dass ich hier mit 1000 Sachen komme. So, nächstes Transportschiff. Und dann machen wir das. Hier hole ich mir die nächsten Worker. Das wird witzig. So. Und in der Zwischenzeit bin ich in der Ritterzeit und werde hier mal weitere oder wenigstens ein neues Dorfzentrum bauen. So, schau mal, ob ich hier irgendwo hin kann, dass er mich nicht entdeckt. Na, dann mal bauen. Kaserne. Vielleicht kriege ich sogar einen Turm hin. Das sieht ganz gut aus. So, nächstes Transportschiff, nächster Bautrupp. Eine Burg wäre halt auch nice, ne? Muss man mal sagen. Was ist denn hier los? The Jet sammelt bei mir. Na, hoffentlich verwechselt er mich nicht und greift dann mich selbst an. Sehr gut. So, hier, das nächste hat irgendwie nicht geklappt. Ich bin doch Franke, oder? Da kann ich doch eigentlich Ritter bauen. Sehr, sehr gut sogar. Oh! Und ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Komm, wir brauchen mehr Steine. Mehr Steine, mehr Steine, mehr Steine. So, die Flotte ist geschrottet. Portwis war am Start. Genau, Portwis gegen Ramahan. Da ist große Flottenbewegung. So, ich brauche jetzt eigentlich nur, genau, meinen ersten Ritter. Jetzt kann es losgehen. Ich glaube, ich könnte mich hier auch mal so ein bisschen... gemütlich machen, Holzfäller. Der Rush kommt. Oh, nice, nice, nice. The Jet, der Hunne mit den 1000 Rittern. Hier sind wir richtig. Hammer. Sehr geil. Und Portwis macht die Flotte kalt. Und The Jet rusht ins Hinterland. Sehr, sehr gut. Da mache ich doch gleich mal mit. Ah, jetzt mal richtige Action. Von Anfang an.
So gehört sich das, mein Junge. Hier seht ihr The Jet, wie er reinkommt. Wahnsinn. Ja, gegen meine Transportschiffe könnt ihr gerne prügeln. Das wird euch jetzt auch nichts mehr helfen. Komm, ich baue hier gleich eine Burg rein. Wenn ich schon mal hier bin. So. Bin ich mal meine Leute. Kommt hier irgendwo eine Burg hin? Ja. Geil. Das wär's. So, Leute. Randa. Und dann könnte ich sogar vielleicht noch ein Kloster bauen. Da kann ich mir gleich die Reliquie von hier aus reinnehmen. Reinpfeffern. Das kann ich übrigens hier auch machen. So, eine Uni nehme ich mir auch mal. Sehr nice. Sieht ganz gut aus. So, meine Burg steht. Sehr schön. So, jetzt vielleicht hier auch nochmal einen Hafen. Können von dort auch sogar noch ein bisschen was machen. Und ein paar mehr Ritter. So, Mönch kommt gleich. Dann kann es da losgehen. Sehr schön. So, Mönch ist da. Reliquie in Arbeit. Sag mal, habe ich irgendwie nicht Mörderlöcher oder so, dass der mich von da aus angreifen kann? Ist ja mal total bescheuert. Aber gut. Ja, heilen bitte. Lass ihn doch erstmal, seine Arbeit machen. So, erstmal die Reliquie. So, jetzt kann geheilt werden. Und wir können Axtwerfer bauen. Jetzt geht's los. So, hier auch. Erstmal Randa. Wie sieht's eigentlich hier aus? Extreme baut sich auch auf bei Dragon Force. Ja, der hat zwar eine Seemacht, aber Extreme ist auf dem Landweg unterwegs. Nicht schlecht. So, nicht genug Gold. Viel Holz habe ich. Vielleicht kann man daraus was ja mal was machen. So, was mit euch? Ihr könnt ja auch mal hier weiter gucken. Was war jetzt hier nochmal? So. Oh, noch ein paar Axtwerfer. Was ist da los? Ah, sehr schön. The Jet mit der nächsten Fuhre unterwegs. So gehört sich das. So, ich baue jetzt nach und nach ein paar Axtwerfer. Kann vielleicht mit meinem... Mönch... ein paar andere Dorfbewohner überzeugen, dem Fettspilismus zu joinen. Wenn ihr übrigens mehr Informationen braucht über den Fettspilismus oder gar jünger werden wollt, unserer Religion, dann seid doch mal auf dem Fettspielen-Forum unterwegs. Da findet ihr alles Nötige, was ihr dazu braucht. Fettspiel-forum.de und ihr seid dabei. So. Du holst dir mal das da. Oh, ich kann übrigens noch eine neue Burg bauen, wie ihr seht. Das ist ja auch mal nice. Und da kommt The Jet mit der nächsten Flotte. Sag mal, komme ich hier nicht raus irgendwie? Kommt mir so langsam so vor. Sehr gut. The Jet ist auf dem Weg. Ich komme hier irgendwie nicht aus dem Pott. Hier sind auch... Hä? Sind hier meine Ritter eingelagert? Also irgendwie sind hier Sachen passiert? Nee, das ist The Jet. Achso. Gott, ich hab schon gedacht, das kann ja nicht sein, ey. Wahnsinn. Ich komme nicht raus! Komm, ich mach, glaube ich, mal den Hafen kaputt. Ich habe mich hier echt eingemauert. Ah, jetzt geht's. Na, seht ihr. Ah, nein, 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 nein! Ah, fuck! Scheiße! Toll! Jetzt habe ich hier keinen Dorfbewohner mehr. Doch, hier, noch einen.
Sehr gut. Portress auch dabei, The Jet. Na, immerhin. So, jetzt mal alles aufs Dorfzentrum, genau. Wenn das fällt, dann ist sie sowieso erstmal zappenduster. Ah, sehr gut. Na komm, mach das Dorfzentrum kaputt. So viel kann das auch nicht aushalten. Nicht genug Nahrung. Dagegen wüsste ich was. So, ein paar Handelskoggen können wir auch mal bauen. Na, da ist ja gar kein Platz mehr. Ich weiß gar nicht, wo der hin soll. Meist über hier hin. So. Vielleicht kann ich mit den Petarden hier das nächste Dorfzentrum kaputt machen. Das wäre ganz gut. Ramahan hat jedenfalls keine Armee mehr, das ist richtig. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, jetzt auch noch sein Dorfzentrum, seine letzte Möglichkeit hier kaputt zu machen. Sehr gut. Keine Müdigkeit vorschützen, jawohl. Dorfzentrum ist erledigt. Wir setzen unseren Triumph Bogen in Form einer Burg mitten in seine Ländereien. Sehr gut. So, jetzt ruckelt sich es gerade hier extrem ab. Extrem ab quasi. Dank Extrem. So, meine Jungs brauchen Fisch. Ach, dann holt euch doch einfach von irgendjemandem. Muss ich alles alleine machen? So. So, wir schnetzeln uns hier durch die letzten Dorfbewohner, die es hier gibt. Machen alles so ein bisschen platt. So. Also, das ist durch. Nur Extremes Vormarsch hier ist leider gestoppt. Dragon Force ist da groß unterwegs. Portress wird von Dragon Force verfolgt. Aber ich würde sagen, unser erster Rush, der kann sich doch sehen lassen. Hier haben wir es geschafft, Ramahan in die Knie zu zwingen. Und jetzt heißt es nur weiter im Text. Sehr gut. Heißt natürlich auch, dass wir neue Ressourcen erschlossen haben, was ja auch wiederum sehr, sehr gut ist. So, irgendjemand greift mich irgendwo an. Ah, hier gibt es noch Schiffe. Na gut. So, könnte statt Petarden jetzt auch mal auf ordinäre, reguläre Belagerungswaffen gehen. Baue hier mir erstmal nochmal ein Dorfzentrum rein, damit ich auch hier ein bisschen was Neues bauen und machen kann. Und dann auch Belagerungswaffen bauen. Das ist immer was. So, nächste Handelskoggenflotte. Vielleicht doch mal hier hin, vielleicht klappt's ja. Vielleicht kommt der eine oder andere durch. Mit Marktkarren brauche ich erst gar nicht erst kommen, würde ich sagen. Ah, noch eine Reliquie. Fein. Dann holen wir uns die doch auch. Sehr schön. Und da geht's weiter. Da wollen wir uns ein paar Mangen. Sehr, sehr nice. Portress, was für eine Flotte. Und dann suchen wir uns mal den nächsten raus. Wie wär's denn mit ihm hier? Despised könnte das nächste Opfer sein. Ich wäre mit dabei. Brauche halt nur noch ein bisschen mehr Armee, würde ich sagen. Parkswerfer.
Ich habe echt extrem wenig Nahrung. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Fischkutter bauen. Hier ist zum Beispiel doch viel. Das könnte was werden. Ah. Die Reliquie haben wir drin. Ja, und ein paar mehr Felder würden mir jetzt auch nicht schlecht stehen, würde ich sagen. So, wird ja langsam, wa? Da müssen wir noch gegen die Flotte ballern. Oha, da ist noch eine Menge. Haha, sehr gut, es geht los. Das Despised wird in die Knie gezwungen. Es geht weiter. Das Inselhopping, der Inselrush geht weiter. The Jet mit Portress zusammen machen hier die Runde. Das wird eine gute Nummer werden. So, habe ich eigentlich noch ein Handelsdings? Nee. Transportschiff meine ich. Dann baue ich mal eins. Holen wir das hier hin. Ich könnte hier auch noch einen weiteren Hafen bauen. Wäre auch nicht schlecht. Brauche ich Holz? Natürlich. Ja, hier gibt es viele Burgen, wie man sieht. Aber die kriegen wir schon klein. So, weiter geht's. Axtwerfer habe ich jetzt auch ein paar. Kann hier noch die restlichen Gebäude kaputt machen. Und Despised ist hier im super Angriff verzwackt, verwickelt. Wahnsinn. So. Sehr schön. Ich cleare hier die Insel von früheren Einflüssen. Oh, mittlerweile mal wieder ein paar Häuser. Tja, nicht genug Holz. Nicht mal genug Holz, um mir ein Holzlager zu bauen. Soll ich mir jetzt Holz kaufen oder? Ich mach das. Okay, nix. Kann ich mich wenigstens hier ein bisschen verausgaben? So. Den Rest muss ich, glaube ich, nicht mehr wegmachen. Oder doch? Obwohl, das sind nur Mauerstücke. Warten wir erstmal hier, genau, zum Transportschiff, für das Transportschiff. Dann kann es da weitergehen. Genau, hier können wir hier vielleicht ein Holzfällerlager nochmal bauen. Und dann werden wir uns auch mal hier beteiligen an der Schlacht gegen Despised. So, erstmal ein paar Katapulte. Und dann noch ein kleiner Bautrupp. So, keine Pulte sind drauf. Bautrupp kommt hinterher. Portress hat die Seemacht. Das mag wohl stimmen, würde ich sagen. Ja. Und hier gibt es auch nichts mehr zu holen. Da können wir auch als triumphalen Siegesbau unsere Burg hinsetzen, wo einst das Dorfzentrum stand. So, das waren die nächsten. Und Despised ist raus. So, schauen wir mal mit ein paar Axtwerfern, was diese kleine Insel so parat hält für uns. So, da holen wir uns die letzten Dorfbewohner. Apropos Dorfbewohner. So ein kleiner
Nächster Trupp könnte hier eigentlich auch mal hin. So, die Axtwerfer sind beschäftigt. Hier haben wir sonst nichts mehr zu tun. Können noch unsere Burg drauf bauen. So, würde ich sagen, nehmen wir doch das nächste kleine Schiff und kommen dahin. Für unseren nächsten, für Voyrequest. Der ist dort unterwegs. So, hier sind wir auch fertig. Kann ich mir auch ein Dorfzentrum reinbauen und dann werden wir da auch mal ein paar Sachen abernten. Und raus mit euch. Die nächste große Schlacht. Aber beziehungsweise hier ist eigentlich auch schon wieder alles abgegrast. Ramahan hat sich hier neu aufgebaut bei Voyrequest, aber das geht hier so schnell. Mein Team schießt schneller als sein Schatten. Auch hier können wir die Burg setzen, die berühmte. So. Hier ein kleiner Posten. So. Die nächsten kommen mit. Und auch Voyrequest ist draußen. Das heißt, es ist nur noch Dragon Force, der hier unterwegs ist. Na, dann können wir vielleicht auch unsere gesamten Einheiten dorthin schicken. Die Seemacht. Das ist halt schon mal echt pervers, ja. Was hier Portress zusammengebaut hat und zwischendurch von Dragon Force ein einziges Schiffchen. Na, gute Nacht. Hier sehen wir auch, wie Extreme dort den nächsten Schlag gesetzt hat. Wahnsinn! So. Keine Chance. Portress hat die Zeichen der Zeit erkannt. Es ist einfach eine Seemap. Und da braucht man eine Seemacht. Die hat er. So. Und da kann ich auch noch ein bisschen mitmischen mit meinen 5 Leuten. Eine richtige Massenschlacht ist es hier zum Schluss noch geworden. Und das Ding ist durch. Wir haben gewonnen. GG. Und gucken nochmal auf die Punkte. Da sind sie. Und wir klicken uns durch, Militärstatistik, Dragon Force im Gefecht und Portress hat sie alle gekillt. Wirtschaftsstatistik, auch dort haben wir, müssen wir so sagen, hey, Stein und Gold habe ich sogar am meisten gesammelt. Wer hätte das gewacht? Und der Einzige hier, der Handelsgewinn gezählt hat. Normalerweise gibt ihr mir immer den Tipp, dass ich doch Handelsschiffe, mehr Handelsschiffe bauen soll, weil das alle machen. Jetzt scheine ich irgendwie der Einzige zu sein. Okay, weiter. Technologiestatistik, extrem schnell. Voyrequest war aber der Erste in der Feudalzeit. Gesellschaftsstatistik. Da sehen wir, mit den Reliquien war ich mal wieder gerne unterwegs. Zeitlinie. Und das war Nummer 71, Age of Empires. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bei 50 Likes geht's weiter. Euer Fred.